Eine Zeichentrickserie, die mit solchen Figuren auftaucht, die kann doch eigentlich nur was für die ganze Familie sein, richtig? Nee, komplett falsch. Hallöchen auch, du missratener Sünder. Magst du Blutgewalt und sexuelle Verkommenheit? Entschuldige, aber was verfickt nochmal war das? Ich hab die Lungenkapazität. Ich hab die Beine. Den Würgereflex, die Löcher, die Brustdache, die jeder für Hupen hält. Was glaubst du eigentlich, warum ich hier bin? Denkst du ernsthaft, ich poliere Flaschen und höre euch Wichsern zu, wie ihr euch gegenseitig ankotzt, wenn ihr mich nicht dazu zwingen würdet? Ich mag's, wenn man mich zwingt. Nenn mich nochmal Fellnäschen, dann ramm ich dir die Flasche in den Hals. Kinky. Ja, dieser kurze Ausschnitt war aus der Serie Haspen Hotel, auf Amazon Prime erhältlich, by the way. Und in diesem Video möchte ich mal darüber sprechen, warum diese Serie nichts für die ganze Familie ist. Zumindest nicht mit kleinen Kindern. Wenn euch interessiert, worum es in Haspen Hotel geht, beziehungsweise grob, was das für eine Serie ist, bleibt gerne dran und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, ich scrollte eines Tages so durch TikTok und habe ganz viele Ausschnitte von dieser Serie gesehen und einige davon haben gesagt, oh mein Gott, das ist die beste Serie, das ist so eine kranke Serie, da wird so viel beleidigt und geflucht. Und ich dachte mir, ja, irgendwie ist das nicht so meins, die Optik sieht nicht so aus, als würde es mir Spaß machen. Dann hat mich eine Arbeitskollegin auf diese Serie angesprochen und hat gesagt, holy shit, diese Serie ist grandios geil und einfach nur lustig und die kann man sich gut angucken. Das habe ich getan, ich habe auf der Arbeit angefangen in den Pausen und habe es dann zu Hause an einem Tag durchgesucht. Sind auch nur 8 Folgen. Ja, und da dachte ich mir, ich habe nicht viele deutsche Videos zu dieser Serie gesehen und dann dachte ich mir, mache ich einfach mal eins. Kurz zusammengefasst, in diesem Video wird es hoffentlich nicht so viele Spoiler geben. Ich versuche so wenig zu spoilern wie möglich vom Plot, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, die Serie ist auch jetzt nicht so deep, dass man sagen könnte, oh mein Gott, du hast mir gerade den Plot gespoilert, jetzt brauche ich die Serie nicht zu gucken. Also ist schon nicht so schlimm. Kurz erklärt, es ist eine Animationszeichentrick, beziehungsweise schon Animationsserie von Vivian Medrano, Medrano, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Lustigerweise gab es die erste Folge, die Pilotfolge, schon 2019 auf YouTube. Damals zu der Zeit war es eine komplette Freelancer-Arbeit. Also es haben wirklich nur freie Animateure daran gearbeitet und haben einfach diese Serie erstellt. Oder halt diese Folge. Ja, und dann jetzt im Januar diesen Jahres kam dann eine ganze Staffel davon, also 8 Folgen, auf Amazon Prime. An der Stelle kann ich mal sagen, die Serie ist ab 16. Und das zu gutem Recht, weil, holy shit, da geht's schon sehr, sehr hart und drunter und drüber zur Sache manchmal. Komme ich aber jetzt gleich drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, ich habe mir die Serie angeguckt und ich war fasziniert. Habe sie mir dann direkt ein zweites Mal angeguckt, da in Englisch. Und da muss ich sagen, da war die englische Synchro oder beziehungsweise die Originalvertonung nicht so mein Fall. Da muss ich sagen, da war die deutsche Synchro wesentlich cooler. Vor allem, weil in Deutschen gefühlt wesentlich mehr Schimpfwörter irgendwie besser rüberkommen als halt in Englisch, Amerikanisch. Halt nur fuck, fucking, fuck. Das ist halt in Deutsch schon ein bisschen anders. Und ja, ich werde jetzt schon die ersten Kommentare vor mir sehen, die sagen, oh mein Gott, das ist aber doch so Zeichentrick, kindermäßig, bla bla bla, das tue ich mir ganz sicher nicht an. Ja, trotzdem kann man der Serie tatsächlich eine Chance geben, weil die Charaktere in dieser Serie verdammt geil sind. Klar, man muss sagen, es ist weiterhin eine Zeichentrick- bzw. Animationsserie und wenn man diesen Style einfach nicht feiert, dann ist es nichts. Aber andersrum muss man sagen, die Serie ist auch nichts für jüngere Zielgruppen. Manche, sage ich mal, Sprüche, Wörter, Kontexte muss man auch vielleicht erstmal googeln, um sie zu verstehen. Und an der Stelle muss man sagen, googelt vielleicht manche Sachen einfach nicht. Ist vielleicht für die eigene Gesundheit ganz okay. Aber komme ich mal ganz grob zum Plot. Es geht um Charlie Morningstar, die Tochter von Lucifer Morningstar, die Prinzessin der Hölle, die Tochter von Lilith. Ja, die ist in der Hölle. Grundlegend, die ganze Serie spielt hauptsächlich in der Hölle. Es geht in dieser Serie aber hauptsächlich darum, dass Charlie versucht, den Seelen in der Hölle durch ihr Hotel, das Haspen Hotel, quasi eine Möglichkeit zu geben, wieder in den Himmel zu kommen bzw. erlöst zu werden. Da es nämlich so viele verdammte Seelen in der Hölle gibt, kommt einmal im Jahr eine Engelsarmee, die man die Exorzisten nennt, runter und schlachtet alles, was in den Weg kommt, damit halt die Hölle nicht zu mächtig wird. An der Stelle kann man auch sagen, in dieser Serie sind auch die Engel, ähnlich wie bei Supernatural, potenziell mehr Arschlöcher als schöne beflügelte Wesen. Und die sind auch, was den Sprachgebrauch angeht, nicht viel besser als irgendwelche Dämonen oder verdammten Seelen. Aber wie gesagt, ohne viel zu spoilern,
spoilern, es geht hin und her. Charlie möchte das Hotel an die Öffentlichkeit bringen, das klappt nicht so ganz. Und dann fällt wieder was dazwischen mit den Engeln und es gibt einen großen Kampf. Und Finale toll, 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 toll. Am Ende kriegen wir auch einen kleinen Hint auf eine zweite Staffel, wo ich sagen muss, die kann gerne kommen. Laut Quelle im Internet soll es irgendwie zweite Quartal 2025 angesetzt sein. Ich muss sagen, die können, glaube ich, in der zweiten Staffel nicht so viel falsch machen. Deswegen bin ich da ziemlich glücklich drüber. So, aber ich habe euch ja gerade schon Charlie Morningstar mehr oder weniger erwähnt und mal kurz auf die Charaktere, also auf die Hauptcharaktere dieser Serie einzugehen. Wie gesagt, wir hätten Charlie. Die ist ein so aufgedrehter, hibbeliger, quietschiger Charakter, dass es irgendwann schon manchmal sehr, sehr nervig ist. Sie ist sehr hyperaktiv, ist nicht so, ich nenne es mal, fluchhaft unterwegs, wie manch andere Charaktere. Sie flucht hier und da auch mal und es kommt auch mal eine Beleidigung raus. Aber grundlegend ist Charlie quasi die nette, freundliche Persönlichkeit in der Serie. Dann hätten wir Veggie, das ist ihre Freundin, ihr Negativ davon quasi, weil sie ist genau das Gegenteil. Sie ist eher ein bisschen depri, sie ist ein bisschen dunkler, sie ist ein bisschen mehr ruhig und auch mehr realistischer, auch schon mehr Haut drauf. Sie ist ein übelster Badass, sie ist einfach, wie soll man das am besten sagen, sie ist einfach, ja, irgendwie Badass halt einfach. Dann gibt es den Charakter Angel Dust. Pornodarsteller. Ja, er dreht Pornos, wahrscheinlich sowohl als Mensch als auch in der Hölle. Und der geht damit auch sehr, sehr offen um. Es gibt keinen Satz, den er sagt, wo nicht irgendwas gesagt wird, was sich um die Pornos dreht, um BDSM, um was weiß ich. Der Typ ist auch einfach die laufende Zweideutigkeit und er ist einfach sehr, sehr, wie nennt man das? Sehr, sehr cocky unterwegs, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass er jede Daddy- und Mommy-Issue hat, die man sich so als Pornodarsteller in dem Fall vorstellen kann, ist der Typ halt einfach lustig drauf und ist irgendwie weird, aber wie gesagt, sehr, sehr lustig. Dann hätten wir Husk. Das ist der Barkeeper des Hotels und mehr oder weniger irgendwie der beste Freund von Angel. Nicht so wirklich, zumindest anfangs nicht und auch gegen Ende eher weniger, aber die zwei spielen sich so immer den Ball zu mit ihren Problemchen und was weiß ich. Wie gesagt, da er ja nun mal der Barkeeper ist, ist er halt auch der Problemlöser aller Menschen da. Nebenbei ist er auch dann noch Alkoholiker und dementsprechend auch gerne mal hier und da ein bisschen beleidigender und ja, er ist sehr beleidigend und auch ein bisschen gröber mal, aber wie gesagt, vor allem in Bezug auf Angel ist es so sein, also ein Hin und Her zwischen den beiden irgendwie. Dann haben wir Nifty. Oh mein Gott, Nifty ist ein so geiler Charakter in dieser Serie. Sie hat nicht viel Text, sie hat nicht viel Screamtime, sie ist total irrelevant, beziehungsweise hat keine großen Story-Arc. Sie ist ein kleines, mehr oder weniger Dienstmädchen, Zyklopending mit einem riesigen Auge auf dem Kopf und ist dabei einfach soziopathisch, narzisstisch, schizophren, was weiß ich, unterwegs. Auf der anderen Seite ist sie hyperaktiv wie ein fucking Flummi. Sie fängt an zu reden und in dem Satz, wo sie sagt, ich liebe es, gequält zu werden, hast du aber einfach das Gefühl, sie liebt es wirklich, gequält zu werden, so wie sie das ausdrückt. Nifty ist so lustig. Sie liebt es, irgendwas abzustechen. Ihr undankbaren, widerwärtigen, verwichsten Loser! Ja! Wow. Hey, da guckt was aus dir raus. Ein spitzes Ding. Nifty! Stich zu, stich zu, stich zu! Heilige Scheiße! Sie führt insgeheim einen Krieg gegen die Insekten bzw. Kakerlaken im Hotel. Aber, und das ist ganz wichtig, nach außen hin erscheint sie im ersten Moment immer sehr, sehr ja, ruhig, freundlich, sympathisch. Was sie aber dann irgendwie doch nicht ist, weil sie irgendwie ein bisschen sehr psychopathisch unterwegs ist. Nifty ist einfach cool. Und zu guter Letzt und auch quasi mit einer der besten Charaktere aus dieser Serie haben wir Alistair oder den Radiodämon. Dieser Typ ist einfach geil. Der ist ein mega Badass. Sein Charakterdesign ist so cool. Er hat dauerhaft eine Radiostimme. Spoiler, weil er damals eine Radioshow hat, wo er die Höllenbarone getötet hat und das quasi als Live-Übertragung ausgesendet hat. Und er redet quasi immer mit so einer Radiostimme. Fun Fact an dieser Stelle, er hat die deutsche Synchronstimme vom Heath Ledger Joker. Ich weiß gerade nicht, wie der Synchronsprecher heißt. Und das macht diesen Charakter noch besser. Es macht ihn einfach so perfekt und so rund. Adam, der erste Mann, der nächste, der stirbt. Wer zum Bums bist du? Alistair. Freut mich, dich kennenzulernen. Ist mir sogar ein Vergnügen. Denn Radio ist scheiße tot! Was war das denn? Fuck. Und Alistair, da verheimlichen sie nicht, dass er böse ist oder böse Absichten hat. Er ist aber trotzdem irgendwie hilfsbereit. Aber da er einfach dauerhaft ein Grinsen mit seinen gelben, spitzen Zähnen auf dem Gesicht hat, man weiß einfach, er hat was
Böses im Hinterkopf. Und er hat dann auch ab und zu immer so Rage-Momente, in denen er dann quasi sein wahres Ich zeigt. Und das ist so genial gemacht, weil dann im Hintergrund dieses Radiofrequenzrauschen ist, das Bild verzieht sich. Es ist so cool gemacht in der Serie einfach. Ja, und das waren jetzt so die wichtigsten Charaktere. Dann hätten wir natürlich noch Adam bzw. Adam, der Anführer der Engelflotte ist. Und ja, es ist der Adam aus Adam und Eva. Wir haben verschiedene Viertel in der Hölle. Da gibt es dann einmal zum Beispiel das, ich nenne es mal BDSM-Viertel vielleicht. Das Massenschlachter-Viertel, das Kannibalisten-Viertel und. Es ist super interessant aufgeteilt da alles. Und es ist einfach lustig, diese Charaktere da zu sehen. Wie gesagt, die ganze Serie ist durchgehend Pipi-Kaka-Humor mit Beleidigung. Es ist einfach so genial und es trifft so meinen Humor einfach. Ist an der Stelle natürlich auch wichtig zu sagen, es ist nicht für jedermann was. Es gibt Leute, denen ist schon Family Guy zu viel, der Humor, der da vorkommt. Und das hier ist halt, gibt dann nochmal eine Schippe drauf. Aber nicht mal unbedingt der Humor, sondern einfach auch dieses stumpfe, durchgehende Beleidigen und Gefluche. Es ist so geil, sich anzugucken. Und man musste auch nicht wirklich aktiv krass dabei sein, weil es keinen großen Plot gibt. Es gibt natürlich eine Story, logisch. Und vor allem gibt es auch immer mal ernstere Themen. Also zwischen diesen Beleidigungen, Pipi-Kaka-Humor, kommt dann auch mal so Deep Story auf. Zum Beispiel Angel ist halt als Pornodarsteller unterwegs. Er wird aber von seinem, Besitzer dazu gezwungen und hat einen tiefgründigeren Charakter, der dann aber auch nur angekratzt wird. Also es hat schon hier und da ernste Themen bzw. ernste Messages. Die sind aber auch einfach nur mal kurz angekratzt. Also, dass es nicht großartig relevant ist. So, jetzt kommen wir aber zum negativen Punkt. Zwischen der vulgären Sprache und dem Pipi-Kaka-Humor und dem lustigen Design von allen kommt dann mindestens zweimal in einer Folge ein Gesingsang à la Disney Frozen auf. Und sie lässt es krachen. Oh, nein. So ein warmes Gefühl füllt die Luft um uns her. Für die Straßen ist hier nicht zu spüren, fällt schwer. Diese Welt ist so reizvoll, pulsierend mehr und mehr. Wenn man den Duft hier mag, wird's ein herrlich guter Tag. Ja. Es kommen hier und da Gesangseinlagen und ich muss sagen, da ist es auch wirklich einfach nur nervig. Es ist zwar cool irgendwie gemacht, so ein bisschen, und selbst bei dem Gesinge sind dann auch hier und da immer mal noch, was weiß ich, irgendwelche perversen Anspielungen, was weiß ich. Nichtsdestotrotz, bis auf zwei Songs, fand ich alles super nervig und hab's auch einfach nur nebenbei dann gehört und gar nicht drauf geachtet, was wirklich so abgeht. War mir halt dann einfach egal. Wie gesagt, es gibt 2-3 Songs, die ganz cool sind, aber ganz ehrlich, das ist 2-3 Mal vielleicht maximal in dieser Folge oder in einer Folge und da kann man einfach drüber hinwegsehen, finde ich jetzt in dem Fall. Das macht dann dieser, wie man da rausgeholt wird aus diesem Gesinge, macht dann einfach wieder Wetter. Also es ist gerade eine Elsa Frozen Einlage gewesen und plötzlich kommt Nifty und sticht irgendwen ab. Das ist super lustig. An für sich muss ich sagen, die Serie ist geil und da sie nur 8 Folgen hat, die relativ kurz sind und auch relativ schnell durch sind, man kann sie sich definitiv mal angucken. Man sollte sie sich angucken. Wenn ihr Amazon Prime habt, guckt sie euch mal an. Auch wenn es Zeichentrick bzw. halt Animation im Style von Kinderserien ist, finde ich, lohnt es sich nur wegen dem Humor und dieser vulgären übervulgären Sprache, die Serie sich mal anzugucken. Wie gesagt, ich lese jetzt schon in meinem geistigen Auge die ganzen Kommentare, die sagen, oh mein Gott, Kinderkacke, Zeichentrick, bla bla bla. Kann ich verstehen, wenn man das nicht mag. Ich finde es nicht so schlimm, vor allem, weil es hier einfach um die Charaktere geht, die einfach fucking badass und lustig sind. Und hier und da halt noch eine lustige, interessante Message versteckt. Aber hauptsächlich dieses Pipi-Kacka-Arschloch-Getue. Dieses einfach nur stumpfe Beleidigungen, Gespamme. Ich fand's geil. Ich wurde auch einfach mal eines Besseren belehrt in Bezug darauf, wie man voreingenommen über eine Serie urteilen kann. Denn ich habe es gesehen und dachte, nein, das ist nichts für mich. Das ist ja Kinderkacke. Ja, ich wurde definitiv eines Besseren belehrt. Kann man mal einfach so sagen. Ich würde dieser Serie, wenn ich jetzt eine Note geben sollte, oder von 1 bis 10, 10 Beste, 1 Schlechteste, würde ich der Serie tatsächlich 9 Punkte geben, weil für das, was die Serie sein soll, und das ist einfach eine lustige Comedy-Unterhaltungsserie mit ganz viel Gefluche, ist sie einfach perfekt. Ein Punkt Abzug für das ab und zu nervige Gesingsang, aber ansonsten einfach mal angucken. Ist umsonst bei Prime. Wenn ihr Prime habt, macht es einfach mal. Kostet euch nichts. Und wenn ihr nach der ersten Folge sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann könnt ihr auch abschalten, weil es die erste Folge ist, finde ich, mit die geilste Folge. Es wird zwar noch 2-3 Szenen geben, die auch geil sind, aber wenn euch die erste Folge nicht gefällt, dann ist es okay, wenn ihr sagt, okay, dann brauche ich die Serie auch nicht weiter zu gucken. Aber gebt der Folge einfach mal eine Chance. Würde ich einfach mal machen. Meine Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Die Charaktere sind lustig, die Charaktere sind cool. Es macht einfach Spaß zu gucken und wie gesagt, Pipi-Kaka-Humor ist sowieso für mich persönlich einfach immer geil und diese Beleidigung, Gefluche mit den deutschen Synchro-Stimmen, muss ich sagen, die einfach auch sehr, sehr bekannt sind. Viele Stimmen sind sehr, sehr, sehr bekannt, auch aus anderen Fernsehserien. Es ist einfach geil, sich das anzugucken.
muss ich sagen an der Stelle. Abschließend seid ihr gefragt, habt ihr die Serie vielleicht schon gesehen? Wenn ja, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, beziehungsweise habt ihr vielleicht überhaupt was von der Serie mitbekommen? Hier und da ist es ja mal auf TikTok und Instagram rumgegangen, aber ich glaube, so aktiv wirklich hat es nicht unbedingt jeder mitbekommen. Wenn ihr es geguckt habt, schreibt mal eure Meinung dazu, mich würde sehr interessieren, und wenn nicht, guckt es euch an und schreibt mir dann gerne eure Meinung dazu, würde mich halt wie gesagt sehr interessieren. Abschließend kann ich nur noch sagen, wenn euch solche Videos wie dieses hier gefallen, wo es um Filme und Serien, Reviews und Kritiken geht, dann checkt doch gerne im Kanal mal aus. Ich habe jetzt auch hier mal links und rechts ein Video eingeblendet, was ihr euch mal angucken könnt, wo ihr dann vielleicht von dem Kanal überzeugt werden könntet. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst natürlich gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht schon ist. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.